Ein toller Frühlingstag. Wir stehen hier in Pforzheim vor dem Gasometer. Der ist toll umgebaut worden zu einem Panoramagebäude. Und wir sind heute hier ein, zwei Tage vor der Premiere eines neuen Panoramas. Es geht um Pergamon. Und wir gehen jetzt mal rein, gucken den Leuten beim Aufbau zu. Und ich werde euch einige Installationen erklären. Heute fangen wir mal mit Herkules an. Wir sind jetzt in der Ausstellung Pergamon, das Panorama Pergamon mit einer Ausstellung, die davor ist. Und wir stehen hier vor einem Herkuleskopf, einer meiner Lieblingsköpfe der staatlichen Sammlung in Berlin. Ein wirklich ungeheuer dramatischer Kopf, der im Kopf schon die Kraft dieses Herkules zeigt. Also wir haben den Körper nicht. Und das war genau die Diskussion. Ich fragte die Wissenschaftler, was ist eigentlich? Wo hat der Kopf drauf gesessen? Auf einer sitzenden Figur oder auf einer stehenden Figur? Und dann kam die Diskussion auf. Ich sage, was wäre eigentlich, wenn wir jetzt einfach mal ein paar Skizzen machen und mal zeigen, wie der vielleicht auf einem Körper gesessen hat, auf einem sitzenden oder eben auf einem stehenden. Weil die griechische Antike hat Herkules entweder stehend oder sitzend hat er die sozusagen dargestellt. Und ich habe mir gedacht, das mache ich in Skizzenform, aber wie in Skizzenform? Und da zeige ich euch gleich mal eine Technik, die irgend so eine Mischform oder so ein Grenzwert zwischen Zeichnung und Malerei ist. Zuerst habe ich Kopfstudien gemacht, die eigentlich mit dem Pinsel mehr zeichnerisch entstanden. Und dann habe ich mit weißer Farbe gehüllt. Wir kennen das, wir haben das mit Bleistift gemacht auf getöntem Papier. Und das macht man einfach nur mit Pinsel. Also ihr merkt, jetzt fängt an, die Zeichnung und die Farbigkeit und die Malerei miteinander zu verschwimmen. Deswegen sage ich immer, wenn man zeichnen kann, kann man eigentlich auch malen, weil die Problematik ist dort die gleiche, wenn wir gegenständlich arbeiten. Wenn wir im nächsten Bild gucken, das ist wirklich, die sitzende Figur habe ich wirklich als Skizze gezeichnet. Da ist überhaupt nichts, fast nichts ausformuliert. Das ist mit verschiedenen Lavuren, ist es ein bisschen, der Schatten ist ein bisschen reingearbeitet und dann eben mit den Linien versucht, die Form zu greifen. Ihr seht auch, dass die Linien manchmal falsch waren. Da habe ich einfach übermalt. Und ich glaube, das ist überhaupt kein Problem. Das ist ja eine Studie. Und diese Studie beginnt auch an Lebendigkeit zu bekommen, wenn man die Arbeit mit dieser Studie auch zeigt. Dass man muss nicht alles mit Bleistift dann wegradieren. Man kann auch so fehlende Linien kann man letztendlich auch stehen lassen. Das bringt auch eine ganz andere Ästhetik in so ein Bild. Und das dritte Bild, die stehende Figur, die habe ich mal versucht durchzumalen. Ich würde jetzt, wo ich das sehe, das ist jetzt auch schon wieder fast 3 Jahre oder 4 Jahre alt, würde ich gerne nochmal rangehen. Und das ist das Tolle an Malerei, dass man eigentlich, wenn man Malerei stehen lässt und dann später nochmal rangeht, dann merkt man, da sieht man auf einmal viel mehr als in dem Prozess des Malens. Also ich kenne viele Maler, die ihre Bilder liegen lassen und dann also eine Woche später, 2 Wochen später, 1 Jahr später nochmal an das Bild rangehen und mit einem viel freieren Blick nochmal arbeiten. Nun habe ich hier noch nicht mit Farbe im Sinne von Farbigkeit gearbeitet, sondern wirklich nur hell-dunkel, weiß gehüllt. Und ihr seht, das ist also eine marmorne Figur, ein bisschen den Marmor angedeutet. Und das ist letztendlich das Gleiche, was wir mit dem Bleistift machen, aber dann eben mit Mischen, mit Grautönen mischen, mit Weiß mischen und so weiter. Und die Überhöhung und die anatomische Genauigkeit hängt dann eben davon ab, wie sehr man in diese Dinge auch eingedrungen ist. Also Anatomie, glaube ohne Anatomie je angeguckt zu haben, ist schwierig. Man kann das durch reine Sehen machen. Aber ich glaube, deswegen denke ich auch, dass das richtig ist, dass wenn man ein Handwerk erlernen kann, auch die Basis all dieser Handwerksdinge wenigstens mal sich angeguckt hat. Und wenn Leute sagen, ich brauche keine Anatomie, ich brauche keine Perspektive, ja, kein Problem. Aber für diese Sache, die ich hier gemacht habe, glaube ich, war es fast essentiell, sich auch mit sowas beschäftigt zu haben. Und das habe ich mein ganzes Leben. Und deswegen war diese Behauptung dem Wissenschaftlern gegenüber, dass ich jetzt
wirklich mich künstlerisch diesem Kopf nähere und mal mehrere Versionen male oder zeichne, war, glaube ich, in dem Fall genau richtig. Und das Ergebnis kann man sich anschauen. Und die Zuschauer, die hierher kommen, verstehen auf einmal den Kopf in einer ganz anderen Form zu betrachten. In diesem Sinne.